Wunderschönen guten Morgen. So, Freunde, ich bin im Stress. Ich sitze in der Schule und ich bin nicht mal zu Hause. Ja? Das heißt, ich habe einfach momentan überhaupt keine Zeit, irgendwelche Videos zu machen. Und ich schaffe es nicht mal, die Prediction bzw. Reviews aufzunehmen. Deswegen wird das heute versucht, zumindest ein bisschen kürzer zu halten. Aber nochmal auf gestern die beiden Spiele zurückgeguckt und dann nochmal auf die drei Spiele, die heute wieder sind. Hot. Jetzt Gott sei Dank sind heute wieder drei Spiele. Und mit zwei Spielen war das echt langweilig irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie besser, wenn ich den ganzen Tag Fußball gucken kann. Von 15 Uhr bis 23 Uhr, das ist doch herrlich. 8 Stunden am Stück Fußball, einfach nur schön. Naja, auf jeden Fall, gestern waren die Spiele zwischen Portugal und Island und Österreich und Ungarn. Und es war gestern der Tag der Mini-Teams, beziehungsweise der Tag der Außenseiter und nicht der Tag der Favoriten auf jeden Fall. Übrigens, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schreibt mir eure Tipps natürlich auch in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben, da schaut bei IGVolt vorbei und so weiter und so fort, würde ich mich drüber freuen. Was willst du sagen? Es war halt wirklich eine sehr komische Konstellation gestern. 18 Uhr Anpfiff zwischen Ungarn und Österreich. Österreich hat 43 Sekunden mit dem Pfostenschuss. Da waren schon gedacht, okay, die werden das Ding gewinnen. In der ersten Halbzeit auch absolut, hat es nicht den Anschein gemacht, als ob Ungarn wirklich irgendwie, sie hatten ab und zu mal ein paar ganz gute Aktionen, aber es hat nicht den Anschein gemacht, als hätten sie eine Chance gegen Österreich. Es schien für mich zumindest nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Österreich trifft. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit ändert sich das Bild komplett. Ungarn wird viel stärker, viel selbstbewusster, hat gute Gelegenheiten auf jeden Fall und macht dann auch das 1:0 durch ausgerechnet. Ja, von allen Menschen, die treffen, trifft ausgerechnet Adam Scholloy. Unfassbar. Hat Bayer Hofer nicht ein Tor gemacht. Das ist die größte Bratwurst, aber schiebt den Ball an Eimer oder unter Eimer, der auch 96 gespielt hat, durch zum 1:0. Total shocking. Und direkt danach läuft es für Österreich noch beschissener. Es gibt eine gelb-rote Karte für Dragovic. Unnötig für mich. Na, weiß ich nicht. Kann man auf jeden Fall gelb geben, klar. Aber in der Situation denkst du nicht darüber nach, dass du schon gelb hast. Das Tor von Hinteregger zählt dementsprechend nicht. Ganz, ganz bitter. Und naja, in der Folge rennt Österreich an. Aber so wirklich Ideen, weiß ich nicht, gab es nicht. Ungarn hat immer noch gut gekontert, hat immer noch gute Chancen gehabt. Und von Österreich, Arnautovic hatte dann nach 0:2 nochmal eine ganz gute Gelegenheit. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts irgendwie Krasses ein, wo ich sagen müsste, oh, der hätte drin sein müssen. Ne, also das war wirklich ein bisschen enttäuschend, zumal ich Österreich so ein bisschen als Geheimfavorit auch eingeschätzt habe, weil die eigentlich einen echt guten Kader haben und seit Ewigkeit nicht verloren. Ja, und dann kommt Zoltán Stieber und macht im Konter das 2:0. Also es ist unglaublich. Ungarn, der absolute Außenseiter in der Gruppe, der wirklich absolute Außenseiter, gewinnt mit 2:0 gegen Österreich. Das war schon der erste Schock an diesem Abend. Und dann kam Island gegen Portugal. Portugal rennt komplett an. Portugal zerstört Island. Portugal ist in jeglicher Hinsicht Island überlegen. Macht auch das 1:0 durch Nani. Das 1:0 hätte schon vorher fallen können. Ja, Ronaldo hatte Gelegenheiten, Nani hatte Gelegenheiten. Alle hatten sie irgendwie Gelegenheiten und Schüsse. Insgesamt 26, glaube ich. Also richtig krank. Und sie führen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es 2:0 steht. Ja, Island hatte am Anfang eine ganz gute Gelegenheit, ab und zu mal gekontert. Aber es kam nicht wirklich was, wo man hätte denken können, okay, Portugal-Sieg wird gefährdet. Und dann kommt die zweite Halbzeit und dann kommt der Ausgleichstreffer. Und plötzlich ist Portugal nicht mehr zu gebrauchen. Ja? Die hatten noch Chancen, sie hatten Gelegenheiten, aber Ronaldo auch mit Pech im Abschluss. Andere mit Pech im Abschluss, teilweise uninspiriert und viel zu kompliziert wieder, so ein bisschen spanische Mentalität. Ganz, ganz blöd und Island natürlich mit 10 Mann verteidigt. Sehr, sehr gut verteidigt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Gekämpft, die Fans haben sie gepusht bis zum geht nicht mehr, richtig geile Fans. Hammer, auch die ungarischen Fans haben mir mega gefallen, also auch wenn ich für Österreich war. Was man auf Twitter lesen konnte, die ungarischen Fans, wie die gefeiert haben bei dem 1:0. Alter Schwede, wie Schala ins Publikum da gerannt ist. Noch beim 2:0 nach dem Spiel, wie die gefeiert haben. Geil. Und auch die isländischen Fans. Da sieht man, das sind Außenseiter. Und dafür sind halt Euros auch gut. Weil trotzdem, ja, ausgerechnet diese beiden Teams, bei denen ich echt ganz gerne gesehen hätte, dass sie relativ weit kommen, Portugal und Österreich, schaffen es nicht, das erste Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend wird es für die natürlich eng. Portugal muss jetzt gewinnen. Österreich hat in meinen Augen nur noch Chance, als Gruppendritter weiterzukommen, weil sie gegen Portugal in meinen Augen verlieren werden. Portugal kommt hoffentlich weiter. Ja, es wird alles. Die Gruppe ist jetzt echt spannend durch diese Ergebnisse geworden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Bin ich auch gespannt, wie es da weitergehen wird. Naja, schreibt mal eure Meinung rein. Verdiente Punkte für Ungarn und für Island? Oder sagt da, weiß ich nicht, wem hätte das eher gegönnt? Und was sagt das zu den Fans? Apropos Fans, gute Überleitung. Heute Russland gegen die Slowakei. Ich habe Chinesisch, das heißt, ich kann die erste Halbzeit nicht gucken. Das ist so belastend, so belastend. Oh Gott. Und eigentlich will ich da auch gar nicht hin. Ich überlege auch immer noch zu gehen, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ja Russland mit einer 150.000-Euro-Strafe und mit einem Teil-Fan aus, beziehungsweise mit einem Fans auf Bewährung. Also wenn die Ausschreitungen ja verüben, dann disqualifiziert sich Russland, beziehungsweise wird Russland disqualifiziert, was natürlich auf jeden Fall schon mal eine Ansage von der UEFA ist. England wurde übrigens nicht bestraft. Gut, das war vor dem Stadion, aber irgendwie ist es auch irgendwie zweierlei Maß. Natürlich muss der böse Russe wieder bestraft werden, totaler Schwachsinn. Naja, gegen die Slowakei auf jeden Fall. Die haben gegen Wales nicht das beste Spiel gemacht und trotzdem einige Chancen gehabt. Die haben theoretisch die Qualität, aber in meinen Augen ist Russland besser und in meinen Augen ist Russland auch mit Verletzungen besser. Und deswegen gewinnt Russland das Ding auch mit 2:1 heute.
Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden, was ich nicht ganz sehen werde, aber hoffentlich fallen die Tore erst in der zweiten Halbzeit. Trotzdem ist das mein Tipp, sie haben die einzelnen Spieler. Sie haben auch gegen England gut gespielt, sie haben gegen England gekämpft und haben gegen England auch den Ausgleich gemacht. Und deswegen denke ich, dass die allein dadurch auch gepusht sind und die Qualität haben, um im Endeffekt gegen die Slowakei zu gewinnen. Das zweite Spiel ist dann um 18 Uhr und das ist dann die Schweiz gegen Rumänien, genau. Rumänien mit einer Niederlage gegen Frankreich gestartet, aber mit einem starken Spiel auf jeden Fall. Die Schweiz mit einem Sieg gestartet und auch mit einem guten Spiel gegen Albanien, wo sie aber auch teilweise ihre Schwächen hatten. Ja? Albanien ja in Unterzahl nach der roten Karte für Lorizana und trotzdem mit Gelegenheiten. Ja, Rumänien trotzdem, das war für mich einfach der Geist des, oder die Spirit des Eröffnungsspiels. Ich glaube nicht, dass die ihre Leistung so fortsetzen können im Turnier. Und ich denke mal, dass die Schweiz gewinnen wird, weil die Schweiz einfach in meinen Augen auch Mitfavorit auf den Gruppen, also in der Gruppe ist und eventuell auch im Turnier relativ weit kommen kann. Sie haben gute Spieler, sie haben vor allem gute Einzelspieler. Und wenn Shaqiri heute mal gut drauf ist oder wenn Memedi mal gut drauf ist, dann sind die alleine in der Qualität einfach schon besser als die rumänische Hintermannschaft und werden hoffentlich ja, die Tore machen für die Schweiz, damit die Eidgenossen weiterkommen, beziehungsweise damit die Eidgenossen auch das zweite Spiel gewinnen. Ich denke mal, das wird eine relativ eindeutige Geschichte. Die sollten 2-0, 2-1, irgendwie sowas um den Dreh, vielleicht 1-0. Kann auch ganz anders kommen, aber also wir haben ja viele schon bei der EM gesehen, aber müssen wir mal schauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass da ein Sieg für die Schweiz bei rumkommt. Das letzte Spiel in Frankreich-Albanien, ich denke mal, das ist eine eindeutige Sache. Frankreich ja, nach dem Payet oder Payet-Tor natürlich gepusht und die wollen jetzt natürlich auch weiter so spielen und weiter gewinnen dieses Turnier und werden dementsprechend das hoffentlich auch tun und gegen Albanien mit 2-0 gewinnen. Ich denke mal, da hat Albanien keine Chance. Die sind nicht schlecht, die können kämpfen, die haben Qualität teilweise, aber nicht die Qualität, um Frankreich zu stoppen, vor allem nicht in dem eigenen Land und mit dem Push, den sie dadurch bekommen haben, dass sie das erste Spiel gewonnen haben. Die wollen jetzt auch überzeugen, nachdem das erste Spiel nicht so überzeugend war. Deswegen denke ich, das wird ein 2-0. Theoretisch kann Albanien mal kontern, Albanien kann natürlich gefährlich sein, aber die Souveränität auch hinten, die haben einen guten Keeper, die haben eine gute Defensive, also selbst wenn Albanien kontert, denke ich trotzdem, dass Frankreich das gewinnt und ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Schreibt eure Tipps auf jeden Fall in die Kommentare, eure Meinung zu den gestrigen Spielen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dortmund-Karrieremodus kommt heute auch noch, darauf könnt ihr euch auch freuen. Der ist mal wieder 3 GB groß, 28 Minuten lang oder sowas. Läuft auf jeden Fall. Und jetzt habe ich länger gelabert, als ich wollte. Aber so ist das nun mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und lasst einfach mal wirklich ein Like da. Würde mich darüber freuen.